Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja in letzter Zeit schon öfters angekündigt, dass ich ein Projekt in Planung hatte, welches mal so ein paar andere Themen anspricht, als was so normal in Videos kommt. Und zwar möchte ich euch in einer Tutorial-Reihe erklären, wie ihr bessere YouTube-Videos macht, was ihr dafür braucht, wie ich meine Software so benutze und gerade speziell im Bereich Let's Plays, was man da so rausholen kann und vielleicht auch mit Mitteln rausholen kann, die vielleicht auch kostenlos sind oder so. Oder was ich für Optionen benutze, wie ich meine ganzen Sachen hier produziere und so weiter und so fort, werde ich euch in dieser Tutorial-Reihe vorstellen. Zum einen richten sich diese Videos an Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Let's Plays haben oder erst anfangen wollen und gar nicht wissen, wie man das macht. Und es richtet sich auch an Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger im Geschäft sind, aber trotzdem noch ein paar Sachen verbessern wollen bzw. ein bisschen mehr Qualität in ihre Videos reinbringen wollen. Und da ich ja nun seit über 2 Jahren schon YouTube-Videos mache, wollte ich euch einfach mal meine Erfahrung mit auf den Weg geben, die sich in meinem Entwicklungsprozess so ergeben hat und was ich so alles durchprobiert habe und euch vielleicht dabei so ein bisschen helfen, wie ihr das bei euch managen könnt. Die Tutorial-Reihe wird zudem in 10 Teile gegliedert werden, deswegen heißt es ja auch Tutorial-Reihe. Und ich stelle euch jetzt einfach mal die Gliederung vor, wie ich mir das dann vorstelle. Und zwar befinden wir uns zurzeit im ersten Teil, in dem ich so ein kleines Inhaltsverzeichnis wiedergebe, ein paar allgemeine Infos gebe, wie das Ganze aufgebaut wird und wann das kommen wird und wie das alles ablaufen wird. Im zweiten Teil geht es dann auch so richtig los. Das ist dann eher ein Video, was an Anfänger bezogen ist. Und zwar alles rund um YouTube und wie man einen Kanal erstellt, wie man den Kanal benutzt, was man da zu beachten hat, was man da am besten einstellen kann, Monetarisierung und all den ganzen Kram, der so dazugehört, wenn man einen YouTube-Kanal braucht oder wenn man einen YouTube-Kanal hat. Wie schon gesagt, das richtet sich halt eher an die Leute, die gerade erst anfangen oder vielleicht noch nicht so fortgeschritten sind. Deswegen kann man diesen Teil auch überspringen, wenn ihr möchtet. Aber ihr könnt ihn natürlich euch trotzdem anschauen, falls vielleicht doch mal ein paar Sachen mit erwähnt werden, die ihr selbst vielleicht auch noch nicht wusstet. Im dritten Teil geht es darum, was braucht man denn alles eigentlich fürs Let's Playen. Da werde ich erwähnen, was man alles für Peripherie braucht, was man alles in seinem Rechner haben muss, wo man Spiele herbekommt, wenn man das vielleicht sogar gar nicht weiß. Oder was man für Software braucht, alles halt, was sich darum dreht, was man denn eigentlich alles erstmal braucht, um überhaupt anfangen zu können. Im vierten Teil dreht sich alles um den Sound. Beziehungsweise die Soundaufnahme, was braucht man dafür für Hardware, wie kann man das nachbearbeiten, braucht man dafür überhaupt kostenpflichtige Programme, wie kann man Soundtracks zusammenschneiden, wo bekommt man Musik her. Vor allem werde ich auch das sehr große Thema Mikrofone ansprechen, wo ich auch schon einiges an Erfahrung gesammelt habe und so weiter und so fort. Im fünften Teil wird sich dann alles darum drehen, wie bekommt man nun eigentlich das Spiel in das Video, was ja eigentlich mitunter das Wichtigste ist fürs Let's Playen. Da stelle ich euch wieder mal Programme vor, gibt es dafür auch Alternativen, die man so normalerweise kennt oder was braucht man dafür für Einstellungen, gibt es vielleicht komplette Alternativen zu Aufnahmeprogrammen und daraus wird dann grob der fünfte Teil aufgebaut sein. Im sechsten Video dreht sich dann alles um das Nachbearbeiten bzw. Post-Processing. Das bedeutet Schneiden, Rendern, was für Rendereinstellungen, wie bekomme ich Effekte in das Video, wie mache ich 3D-Animation und so weiter und so fort. Alles, was da eben mit reinzählt. Im siebten Teil dreht sich dann alles um alles drum und dran, so gesagt. Also, was braucht man für Thumbnails, wie bekommt man einen Header, also das, was oben bei einem Kanal so gesagt das Aushängeschild ist. Wie macht man sich ein Intro, wo bekommt man Videomaterial her, das bedeutet Effekte, Videoeffekte, Soundeffekte und so weiter und so fort. Wo bekommt man Musik her? Wie errichtet man sich eine Website, wo findet man Foren und so weiter. Das Geräusch gerade eben war übrigens mein Stuhl, weil ich hier rumfuchtel wie ein Blöder. Der achte Teil könnte dann auch nochmal richtig interessant werden und zwar dreht es sich dann darum, wie mache ich das eigentlich alles? Ich werde euch Step by Step von der Aufnahme bis zur Bearbeitung, bis zum Hochladen, bis zum Thumbnails machen und so weiter, werde ich euch alles erklären, wie meine Videos produziert werden.
Im neunten Teil möchte ich mich etwas von YouTube entfernen, und zwar werde ich darüber reden, wie man sich bei Twitch TV einen Account erstellt, wie das abläuft, was man dafür braucht und so weiter. Also alles rund um das Streaming, weil das mittlerweile auch immer wichtiger wird in der Gaming- bzw. Online-Video-Szene, weil Streaming ist wieder was ganz anderes als YouTube, wird aber auch wirklich immer wichtiger. Deswegen möchte ich das auch auf jeden Fall erwähnen, da ich ja auch jede Woche freitags streame und deswegen da auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe. Genau, und im abschließenden 10. Teil werde ich euch dann natürlich auch Programme und Einstellungen und alles Mögliche zeigen, wie man überhaupt streamt, auf Twitch TV zum Beispiel. Und da werde ich natürlich auch meine eigenen Erfahrungen größtenteils mit einbringen, meine Einstellungen euch zeigen und so weiter und so fort. Das war's dann aber insgesamt noch nicht von diesem ganzen, von dieser ganzen Tutorial-Reihe. Und zwar werden dann am Ende noch separate Parts kommen, falls ihr noch Fragen habt. Und zwar werde ich dann noch wie so Q&A-Videos hinten an die Reihe ranhängen. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel, ja, hier sag mal, was hast denn du eigentlich so für Hardware oder, ach, was weiß ich. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, werde ich die dann noch als extra Q&A-Videos hinten ranhängen an die Tutorial-Reihe. Die werden dann nicht mehr so wie die Tutorial-Reihe produziert, aber trotzdem mit in die Playlist eingeordnet. Zudem möchte ich noch sagen, dass diese ganze Tutorial-Reihe und die ganzen Videos auch immer so kurz und knackig wie möglich gehalten werden, aber trotzdem so informativ und tiefgehend wie es geht, damit ihr nicht gelangweilt seid, aber trotzdem genug Informationen daraus entnehmen könnt. Deswegen versuche ich die Videos immer so knapp wie möglich zu halten, aber es tut mir auch leid, falls ein Part mal ein bisschen länger wird, falls ich ein bisschen was ausführlich erklären muss. Das ist einfach dem geschuldet, da ich noch irgendwas speziell tiefgehender erklären muss. Ich werde da noch versuchen, mindestens einmal im Monat ein Tutorial-Part rauszubringen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Mal sehen. Ich will nämlich die Qualität trotzdem so hoch wie möglich halten, damit es auch für neue Zuschauer vielleicht ganz angenehm ist, daraus sich Informationen zu entnehmen. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß bei weiteren Videos. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.